Ja, dann kommen wir schon zur dritten Episode in Modul F, Ergebnisse darstellen. Heute geht es um das sich selbst darstellen. Und das ist ein Thema, also wir werden zum Thema Social Networking, Online-Communities wie Facebook etc. gibt es noch ein eigenes Modul. Heute geht es erstmal ein bisschen darum, um die Selbstdarstellung allgemein im Netz und welche Chancen und Risiken man damit eingeht. Letztlich kann man das auch als eine Erweiterung der E-Portfolio-Episode in Episode D3 tatsächlich verstehen. Insgesamt muss man sagen, in irgendeiner Weise muss man sich schon online darstellen. Sie haben sicherlich schon gelesen, dass ja, Personaler heutzutage die Bewerber auch googeln und sich dann anschauen, was gibt's dort. Da wäre zum Beispiel auch die Online-Plattform Yasny ganz gut. Da kann man einfach mal nach sich selbst suchen, beziehungsweise auch seine eigene Darstellung ein bisschen optimieren. Es gibt Personaler, die sagen, klar, wir wollen natürlich nicht unbedingt sehen, dass ein Bewerber nur mit durch Saufbilder auffällt im Netz. Gleichzeitig, wenn jemand überhaupt nicht im Netz zu finden ist, ist das auch eher ein bisschen komisch. Und wird also gerade so ein techno-affinen Bereich, Firmen wie zum Beispiel IBM etc. auch nicht als positiv gesehen. Insgesamt hinterlassen wir im Netz immer mehr freiwillig Daten über uns und gut, das kann positiv, negativ sein. Und es gibt mittlerweile in den USA schon sogenannte No-Handy-Partys, wo halt keine Bilder mehr gemacht werden dürfen, weil sonst irgendwie plötzlich Bilder von trinkenden College-Sportlern auf Facebook auftauchen und die am nächsten Wochenende dann nicht spielen dürfen, weil der Trainer dann sich genau die rausgepickt hat und gesehen, dass die halt das Alkoholverbot umgangen haben. Wenn man sich mal Selbstdarstellung im Netz anschaut, das Netz ermöglicht es, sich selbst darzustellen und zu präsentieren. Das heißt, Sie können tatsächlich auch eine digitale Identität aufbauen, die beinhaltet all die Daten, die Sie selbst oder vielleicht auch andere eingegeben haben über Sie und die anderen zugänglich ist. Das heißt, Sie bauen im Endeffekt eine eigene Identität im Netz auf, die kann sich unterscheiden von der realen. Das können Sie selber beeinflussen, dass Sie sich vielleicht ein bisschen besser darstellen, als Sie vielleicht sind. Das kann aber auch sein, dass andere Leute irgendwas über Sie dort veröffentlichen, was Sie gar nicht veröffentlicht haben wollen. Da gibt es Gefahr der Manipulation. Und insofern kann die digitale Identität das reale Leben positiv beeinflussen. Also ich glaube, fast ein Drittel der Bekanntschaften heutzutage werden übers Internet geknüpft. Das kann aber auch gleichzeitig negativ sein, dass irgendwie was Rufschädigendes passiert, dass Cybermobbing, der Fachbegriff ja eigentlich Cyberbullying, dass andere Leute ihnen nicht wohlgesonnen sind und sie dann mobben und bullen. Identitätsmanagement bezeichnet also den zielgerichteten Umgang mit ihrer Identität, aber auch mit Anonymität oder Pseudonymität. Das heißt, wie stellen Sie sich da, was lassen Sie von sich wissen, wann sind Sie anonym im Netz unterwegs, wann sind Sie unter einem Pseudonym im Netz und verraten Ihre tatsächlich echte Identität nicht. Ja, mein digitales Ich, also ich stelle jetzt einfach mal das digitale Ich von meinem Mitarbeiter Thomas Bernhard vor. So hat er sich dargestellt im Kontext jetzt der Webseite. Wenn man das Ganze jetzt mal sich anschaut bei mir. Ich habe auch unterschiedliche Anlaufpunkte, also zum Beispiel ein Punkt wäre mein Blog, wo ich aktuelle Dinge kundgebe. Das zum Beispiel wäre das EdoCamp, eine Barcamp-Veranstaltung vom 19. bis 20. März in Bremen durchführen. Da habe ich einen Call for Paper für eine Tagung veröffentlicht, wo ich selber im Komitee sitze. Ich habe einen Beitrag für ein Buch geschrieben, das auch kostenlos zum Download gibt, da weise ich darauf hin. Es gibt eine Einladung zu einer Tagung, wo ich einen Vortrag halte und so weiter und so fort. Das wäre jetzt also so mein Blog. Wenn man sich anschaut, die Webseite unserer Arbeitsgruppe,
Da sieht man wieder, dass diese News, die ich im Blog eingestellt habe, die erscheinen hier auch. Und unter Mitarbeiterin findet man mich dann auch. Und auch hier wieder ein Bild von mir, wieder Forschungsthemen aufgelistet, Projekte, die dort gemacht werden, Publikationen und so weiter und so fort. Sie haben in der letzten Präsentation gesehen, dass ich auf SlideShare mich selber darstelle, wo ich meine Präsentation anbiete. Da sieht man die Präsentation. Und auf Twitter zum Beispiel bin ich auch aktiv. Und hier sieht man jetzt schon mal hier so ein bisschen Übergang. Also hier habe ich jetzt auf Twitter zum Beispiel kein echtes Bild mehr von mir, sondern tatsächlich nur so eine Art Avatar. Das sind so graduelle Veränderungen von Identität, Darstellung, Blog, Fachbereich, Presentations, ganz klar, professionelle Kommunikation. Im Kontext von Fitter auch überwiegend professionelle Kommunikation. Man muss sowieso sich überlegen, wenn man privat solche Dienste nutzt, sollte man sich eigentlich eine zweite, ja, Account anlegen. Also genauso, wenn Sie mich unter Carsten Wolf auf Facebook finden, dann finden Sie da eigentlich auch keine privaten Bilder von mir, sondern eigentlich eher eine professionelle, da überwiegend professionell. Das ist ein bisschen schwer zu trennen, insofern, da muss man sich wieder einen neuen Account anlegen. Aber das sind genau die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Xing ist eine Möglichkeit, sich selbst darzustellen und auch Kontakte zu verwalten. Und dort findet man halt vor allem dann auch professionelle Kontakte. Xing oder Crossing, wie man es eigentlich aussprechen sollte. Währenddessen auf Facebook könnte man sagen, dass es ein bisschen privater geht, aber bei mir ist das, also mein offizieller Facebook-Account ist doch auch wiederum sehr, sehr professionell. Und wenn man sieht, weil wir sind meine Freunde Martina Salm, die hier die Didaktik der von StudIP macht, Markus Gerstmann vom Servicebüro Jugendinformation und Jan Schmidt vom Hans-Bredow-Institut. Das sind natürlich auch professionelle Kontakte und insofern ist das sicherlich ganz sinnvoll, verschiedene Accounts anzulegen. Ja, was passiert, wenn es so richtig doof läuft? Das können wir uns mal hier anschauen. Das sind eigentlich ganz schöne, ja, was heißt schöne, vielleicht auch ein bisschen angsteinflößende Kampagnen aus den USA, die einfach versuchen, dass die Themen so ein bisschen klar zu machen, insbesondere Jugendlichen, was so passiert, wenn man alles in die digitale Welt hineinpostet. Once you post your image online, you can't take it back. Anyone can see it. Family? Friends? Anyone. Remember, think before you post. Hey, Sarah. Oh my gosh, this is so cute. Been doing like I taught you. Love the new tattoo, Sarah. Dude, that's Sarah. Sarah. The girl in the pink shirt, that's the girl I was telling you about. Peter 2 on your left. Hey, Sarah, what color underwear today? Hey, Sarah. So when are you going to post something new? Anything you post online, anyone can see. So think before you post.
Videos, ja, aus, zwei Videos aus den USA, um das Thema so ein bisschen aufzugreifen. Vielleicht für uns als Studierende schon so ein bisschen überbetont, aber klar, das die Problematik sollte klar sein. Was hat man insbesondere für Rechte im Internet, falls mal irgendwie was da ist, was man eigentlich nicht drin haben möchte? Klar, Artikel 2 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und daraus lassen sich ganz bestimmte Rechte ableiten. Und zwar Schutz der Ehre, das heißt also, dass man nicht einfach ungestraft beleidigt werden darf. Schutz der privaten Intimsphäre, das heißt, niemand darf in ihren privaten Bereich, zum Beispiel in Wohnungen, aber auch auf ihrer Festplatte oder auf in ihr Handy einfach hineinschauen, hineingehen und dort irgendwie Daten herausholen, sie zu Hause fotografieren etc. Das sind alles Sachen, womit man sofort gerichtlich einschreiten könnte. Man hat prinzipiell das Recht am eigenen Bild, der eigenen Stimme und dem gesprochenen Wort. Das heißt nicht, sie dürfen nicht einfach aufgenommen werden und dann im Netz gezeigt werden oder auch zum Beispiel im Fernsehen. Da gibt es ein paar Einschränkungen. Also sobald man als Person erkennbar ist, ist die eigene Zustimmung zur Veröffentlichung notwendig. Es gibt aber Ausnahmen. Zum Beispiel bei Personen, die sehr öffentlich Interesse sind, also zum Beispiel der Oberbürgermeister oder die Bundeskanzlerin, wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit abgebildet werden, dann darf man die einfach fotografieren und auch filmen. Auch wenn man selber als Teil einer Menschenmasse, also einer Versammlung ist und oder Beiwerk ist, also wenn man zufälligerweise vor dem Brandenburger Tor steht, während es fotografiert wird, dann kann man die Veröffentlichung des Bildes nicht untersagen, solange man nur am Rande erkennbar ist. Für Klassenfotos heißt das, eigentlich müsste das Einverständnis aller vor einer Veröffentlichung einzuholen sein und gerade wenn die Kinder nicht 18 sind, eigentlich auch die der Eltern. Wird, glaube ich, selten gemacht, aber ist so. Dann hat man die Rechte auf Selbstbestimmung, wie man in der Öffentlichkeit dargestellt werden will. Also insofern kann man Veröffentlichungen verbieten, indem man dargestellt wird, wenn man nicht damit einverstanden ist, wie man dort dargestellt wird. Und dann die Rechte auf Verschonung vor der Unterschiebung nicht getätigter Äußerungen, was ist das für ein komplizierter Satz, der heißt, übersetzt, dass niemand etwas sagen darf, oder niemand darf sagen, man hätte bestimmte Dinge gesagt, die man aber gar nicht gesagt hat, also Verbreiten von unwahren, also von Gerüchten und unwahren Äußerungen. Und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, der Datenschutz, heißt, dass man Zugang haben muss dazu, was andere über einen speichern, zum Beispiel Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum und auch von wem das veröffentlicht wird. Und da muss man so ein bisschen auch natürlich in die allgemeinen Geschäftsbedingungen reinschauen, wenn man auf so eine Plattform geht. Das gab ja auch ziemlich viel Ärger, zum Beispiel mit Facebook deswegen, wie auch immer wieder da abgemahnt worden sind. Da muss man sehr genau sich überlegen, was man für Daten überhaupt eingibt und ob man auch wirklich immer die echten Daten eingibt. Nur weil man eine Telefonnummer eingeben muss bei einer Registration, muss man ja da nicht die echte Telefonnummer eingeben. Okay, Links zum Thema, da gibt es einige gute, interessante Hinweise. Clicksafe.de, denke ich, ist da sehr wichtig für die zukünftigen Lehrer. Unter ihnen gibt es auch ein Clicksafe-Lehrerhandbuch. Das Datenschutzdossier ist auch interessant. Und dann gibt es noch ein weiteres, was auch wieder in Richtung Lehrer, Medienpädagogik orientiert ist, aber was sehr schön darstellt, ist die Website medienbewusst.de. Hier wieder die Quellen zum heutigen Thema und wie gesagt, zum Thema Online-Communities gehen wir im Detail nochmal im nächsten Modul ein. Okay, alles klar, so viel für heute, für das Modul. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.